LaserTag ist die moderne Version von Räuber und Gendarmen-Spielen, wie man es aus der Kindheit noch kennt. Die Spieler selber sind in einem groß angelegten futuristischen Irrgarten mit viel Schwarzlicht und Nebel drin und spielen mit den Westen, die sie anziehen, gegeneinander bzw. in Teams. Durchs Markieren von gegnerischen Spielern bekommt man Punkte. Wird man von einem anderen Spieler markiert, ist man für 6 Sekunden aus dem Spiel draußen. Wer nach 15 Minuten die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Markieren heißt, mit dem Phaser einen anderen Spieler zu markieren, also zu deaktivieren. Der Laser selber ist infrarot, den sieht man also nicht. Jeder Phaser hat als Zielhilfe einen kleinen roten Laserstrahl, der allerdings nur ganz kurzweilig, eben in dem Moment, wo man den Trigger betätigt, aufleuchtet. Und wenn man einen anderen Spieler markiert hat, gehen beim anderen die Lichter aus. Also eine Runde dauert immer 15 Minuten. Zwischen Runden empfehlen wir mindestens eine Pause von circa einer Viertelstunde. Im Endeffekt, die meisten spielen 2 bis 3 Runden. Kommt natürlich immer drauf an, jetzt gerade, wenn Sommerferien sind und eine Flatrate gegeben ist, da spielt man meist mehr als nur 3 Runden. Aber generell so viel, wie man eben fit ist. Man sollte das Ganze natürlich nicht unterschätzen, da das Ganze, anders als jetzt zum Beispiel mal Paintball oder andere Sportarten, hier im Dauerlauf gehalten wird.